So, Leute. Ihr könnt möglicherweise auch schon diese wunderbare, schöne Musik hören. Diese Musik kommt aus einem Spiel namens Overcooked. Und wir haben gerade wunderbar Worms gespielt. Feedback ist angekommen. Mehr Worms. Wartet, okay, angekommen. Wartet bitte auf dieses Spiel. Overcooked ist lustigerweise auch von Team 17, also von den Worms-Erfindern. Den Original-Worms-Machern, ja, fantastisch. Original-Worms-Machern. Als hätten wir es geplant, haben wir aber nicht. Nee, so haben wir kompetent nicht. Sind wir nicht. Nee, haben wir nicht. Und deswegen, wir starten direkt von Anfang an. Es ist ein Koop-Spiel und worum es geht, ihr wisst wirklich gar nichts, ihr drei, ne? Nein. Weißt du was? Ja. Wir starten ja die Kampagne. So, einmal bitte jetzt, ihr könnt auswählen, ich bin blau, ihr könnt euch eine Fresse auswählen, wir sollten unterschiedlich aussehen. Ich nehme mal die geil, gelben. Ich hab schon einen. Es gibt auch noch vier verschiedene. Ja, genau. Ich nehme den gelben. Wer ist denn wer? Wer ist wer? Ich bin links oben blau sozusagen. Ich bin der, der so ein bisschen debil grinst. Ich bin der Schwarze, links unten. Also unten. Niklas ist grün. Ich bin oben rechts. Ich bin gelb. Simon ist braun. Braun. So. Oder ist es orange? Ist ich will, dass es gelb. Orange ist. Okay, dann ist es orange. Es ist wirklich super easy. Super easy. Erklären wir euch aber gleich. Super easy. Mega casual. Was? Oh, ich denke, es geht um Kochen. Ja, Schokogeki. Ja, bleibt doch cool. Jetzt aber jetzt schon, das Setting ist jetzt komplett, das wirft mich raus. Ja, wir müssen die Welt jetzt retten. Da ist die Königszwiebel. Okay, da ist es. Das ist es. Das Ende der Zeit. Die Bestie nähert sich und wir müssen handeln. Alles, was jetzt noch zwischen dem Zwiebelreich und der Totalvernichtung steht, seid ihr. Wuff, ich mach den Hund. Kevin hat recht, wir müssen zusammenarbeiten. Ne? Habt ihr das gespürt? Okay, let's go. Schokogeki. Ja, das müssen wir noch kurz. Wir müssen ja in die Klammer müssen wir ja. Oh nein, das ist das fliegende Spaghetti-Monster. Ja, yes. Das ist. Fleischbällchen. Ewig schmachtende. So, also, kurze Erklärung, aber das ist jetzt eine tolle Mission. Also, ihr habt dort rechts. Wer ist rechts auf der Seite? Genau. Ich auch. Genau, ihr müsst über A könnt ihr reindrücken. Ich habe jetzt den Salat genommen und muss den klein schneiden und die klein geschnittenen Sachen euch wieder zurückbringen. Links oben seht ihr das Rezept. Er möchte also einen Salat und Tomaten. Tomaten und Salat. Ich raff gar nicht. Das ist jetzt schon so geil. Ich liebe so, ihr müsst einen Teller holen. Moment, ich muss mal meinen Controller resetten. Ich kann auch nichts drücken übrigens irgendwie. Echt nicht? Auf A und auf X könnt ihr was machen. Geht es nicht? X. Genau. Da, jetzt, ihr habt einen Teller gemacht, den Teller müsst ihr jetzt nehmen. Ich nehme ihn. Auf der rechten Seite. Ja, bring ihn hin. Und genau. Trinkgeld. So, links geil. Oben, das gleiche nochmal. Das heißt, ihr gebt uns jetzt Salat und Tomate. Wer rechts ist, wer ist rechts? Ich bin rechts, wer ist der andere? Matteo? Ja, ich bin da. Wir beide sind rechts. Rudi, ich will jetzt auch mal was nehmen. Ja, dann nimm das hier, drück A. Ja, der hat weggenommen. Ja, wer ist denn der Rote? Also, lass mal los da, Rot. Ich bin der mit dem der Tomate. Leg die Tomate auf den Tisch. Ja. So, jetzt Niklas die Tomate, tut die aufs Schneidebrett. Ja. Nein. Drück, den mit A drücken. Jetzt nicht gesagt, das wäre sehr einfach. Jetzt wieder A drücken und auf den Teller legen. Ja, ja, ja. So, das gleiche mache ich mit dem Salat. Nee, stopp noch nicht, wer den Teller einfach so viel, wie ihr wollt. Weil links oben sind die Rezepte. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen. Es geht auf Zeit. Wir jetzt haben den Teller. Zwei Zutaten. Jetzt den Teller. Ja, aber wir müssen jetzt, so, jetzt nur einen Teller besorgen wieder. Und nur Salat. Das ist das, was das, der ewig Schmachten jetzt haben möchte. So, Teller mit Salat ist fertig. Das stimmt gar nicht. Der will doch auch noch was. Der will doch auch noch mit. Das, was links zuerst steht, muss auch zuerst rein. So, okay. Wo ist der Teller? Ich hab auch einen Teller. Ich komm. Ich hab Tomate. Genau. Teller so. Steht. Nee, Simon, du kannst Simon schon, nicht so viele Sachen einstellen, sonst kann ich keinen Teller mehr hinstellen. Stopp, der Teller ist falsch. Wir brauchen einen neuen Teller. Wir müssen nur Salat abliefern. Komm. Okay, warte. Einen neuen Teller her. Ich muss gerade kurz ablegen. Einen neuen Teller her. Genau. Hier unten zu mir. Ich kann keinen nehmen. Ich kann auch keinen nehmen. Ich kann keinen Teller nehmen. Ja, dann. Wir müssen den Teller leer machen. Sollen wir den leer machen? Gib den ab. Nicht abgeben. Oder doch? Ja, wir müssen ihn weghaben. Okay. Ah, man kann auch die fortziehen. Später mal nicht. So, los, weiter. Ich schneide jetzt einfach Tomaten und leg die euch fertig hin, dann könnt ihr die da selber auf den Teller tun. Was will er jetzt haben? Das hier, ne? Salat, ja. Okay, ist drin. Nächster Teller kommt. Teller, sitzt. Was kommt als nächstes? Salat. Schneidet Salat. Genau. Salat hier, da. Genau. Muss es bei. Salat. Einer. Sehr gut. Simon, abgeben. Sehr gut, perfekt. Alles Teller. Klar. Nächster Teller. Teller ist Teller. Da. Einen schaffen wir noch. Teller ist vergeben. Oh. Okay, und das macht Saubock. Ich will die ganze Zeit kochen, ich hab Hunger. Matteo, okay. Einer von uns soll der Teller verantwortlich genau. sein, glaube ich. Wenn du möchtest, Teller, Gemüse. Also ich mach so, leerer Teller, voller Teller. Also ich mach die ganze Zeit okay. so. Und ich sammle, ich meine, so. Ah, okay. Genau. Also. Also, das war das Tutorial. Es hat scheinbar überhaupt nicht geklappt. Das ging noch. Nachher eigentlich noch was geklappt. Waren wir nicht gut. Aber man kann die Sachen vorziehen. Man muss nicht, dass das ganz links ist. Später wird es kniffliger. Wie gesagt, das war jetzt wirklich mit Abstand die leichteste Aufgabe im Tutorial. Wir klicken alles weg. Er schickt uns jetzt sozusagen auf Reise.
So, wir gehen jetzt einfach los. Wenn ihr B gedrückt habt, den Knopf rechts, dann könnt ihr auch laufen. Ja? B. Genau, den rechten Knopf. Du dashen, so, jetzt müssen wir losfahren. Jeder kann übrigens diesen Wagen steuern. Ja. Geil. Wir müssen jetzt aber zu diesem ersten Ziel. Genau, 1-1. Okay. Da fangen wir an. So. Wir bestätigen, genau. Mantel ist der Grenzdebile. Also, das sind unsere Farben für euch Zuschauer. Niklas grün, Simon rot, Mantel ist gelb und ich bin blau. Und jetzt starten wir. Let's go! Let's go! Genau. Und es wird natürlich immer schwieriger. Wir müssen miteinander reden. Jetzt müssen wir Suppe machen. Drei Zwiebeln also in den Topf und dann noch in den Teller. Okay. Nee, drei Zwiebeln schneiden, dann die dreimal geschnittenen Zwiebeln in den Suppentopf, mit dem Suppentopf zum Teller gehen und dann den Teller servieren. Servieren kann man links unten. Alles klar? Okay. Okay, sind wir jetzt, aber wir sind alle in einem Raum. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Ach du dicke Scheiße. Wo sind die Zwiebeln? Okay. Wo sind die Zwiebeln? Ich geb euch die Zwiebeln hier raus. Ich schneide Zwiebeln. Da, hier. Okay, ich gebe euch die Zwiebeln durch. Ich schneide hier Zwiebeln. Zweite Zwiebel, ich nehme die jetzt. Ich geh hier hin. Ihr gebt mir die Zwiebeln wieder zurück, ne? Damit ich die in den Topf tun kann. Hier sind Zwiebeln. Genau, danke schön. Hier mehr geschnittene Zwiebeln. Zweite Zwiebel liegt schon. Ups. Okay, Teller, was sind Tellern? Teller sind unten, da siehst du. Ja. So, ich habe eine geschnittene Zwiebel, brauche ich eine? Stopp. Nee, stopp, da lassen. So, jetzt muss es erstmal kochen. Ihr seht unten, ihr seht diese Bar, ne? Weiter schneiden, mehr Zwiebeln schneiden. Ja, ich schneide Zwiebeln. All day long. So, guck mal, da oben die Suppe ist gleich fertig, die kann auch anbrennen. Es gibt auch einen Feuerlöscher hier, ne? Das kann auch passieren. Also, ich habe die Suppe. Wo ist der Teller hin? Hier ist der Teller. Da unten. Da. So, hier, die Suppe bitte abliefern. Ich will den Teller weg. Ah, jetzt. So, wo abliefern? Wo? Ja, da links unten, da wo das Laufband ist. Ja, okay. Ist drin. Sehr gut. Suppe kocht wieder. Los. Mehr Zwiebeln. Teller bitte schon mal in die Mitte stellen. Teller, einen leeren Teller in die Mitte stellen. Hier? Was? Genau, schmutziger Teller muss gereinigt werden. Das mach ich will das auch nicht machen. Ich wasch auch nicht ab. Dann wasch ich jetzt ab. Suppe ist fertig, wer geht zur Suppe? Okay. Suppe muss auf den Teller. Ich hab die Suppe auf den Teller. Nee, die ist noch nicht fertig gekocht. Du hast gerade gesagt, ich soll sie auf den Teller nehmen. Ja, wenn sie fertig ist. Sie ist fertig. Was mache ich jetzt? Hier ist der Teller. Abliefern. Ich nehme eine Zwiebel und ich hacke sie. Du sollst Teller machen, Matteo. Ja, ja, okay, ich mach Teller. Du bist der Teller verantwortlich. Wo sind denn wir? Teller, hier fehlt noch Teller. Lässt du die Zwiebel liegen oder was? Ja, so, extra. So wie wir neu. Ein schmutziger Teller ist da. Bitte holen. Links neben dem. Schmutzige? Ja. Einen neuen Teller brauche ich auch. Ich wasch den. Ja, sehr gut. Ins Waschbecken bringen und dann wieder mit X sozusagen waschen. Ach so, waschen. Okay, ich wasche. Okay, ist gewaschen. Okay, Suppe ist fertig. Ich hab alles voller Zwiebeln. Jetzt viel zu viel Zwiebeln. Naja, ist eine Zwiebelsuppe. Simon, kannst du die Zwiebeln oben, wer ist rot? Wer ist rot? Die Zwiebeln, die geschnittenen in den Topf dreimal bitte. Ja. Oder ich hab daneben gelegt. Oh, sorry. Okay, zweimal sind drin, dreimal sind drin. Topf? Okay, es kocht. Wir brauchen mehr Töpfe. Ja, wir brauchen mehr Töpfe. Okay, Teller ist gewaschen. Suppe ist in 5, 4, 3, 2, 1 fertig. Ja, bitte. Nehmt sie. Auf den Teller. Also auf den Teller, okay. Ja, so ist auch gut. Okay, alles kommt wieder zurück. Heiße Suppe. So. Okay. Ey, super koordiniert, kein Problem, ey. Sind da wieder drei drin. Sehr gut, wir brauchen einen neuen Teller. Da ist ein Teller. Was ist das? Ist abgewaschen? Teller waschen bitte. Ja, ich geh den mal abwaschen. Okay. Suppe ist in 3, 2, Hier brennt doch nichts, oder? Ja, ich will euch nur ärgern. Okay. So ist. Wie wäscht man den ab? Achso. So. Oh, nein! Ich will den Teller. Ja. Ich nehme dir, hier, okay. ich liefere die ab. Weiter los, Zwiebeln. Wir mehr Zwiebeln. Mehr wir brauchen mehr Punkte. Ja, okay, sehr gut. Simon ist schneller als ich. So. Krieg die hier ab. Richtig schnell. Mantel, bleibst du oben und machst die Suppe klar. Achso, ja, ne? Teller waschen. Ich hab einen. Super gut, ey. Hammer. Okay, okay. Wasch mal einen ab. Super gut. Wasch einen ab. Alter, wir werden Pro-Gamer in diesem Spiel. Ja, Mann. Einer muss abwaschen. Aua. Jungs. Kann ich schon? Da ist ein Teller in der Spiele. Ja, ich wasch ab. Okay, Suppe ist drin. Neuer Teller ist drauf. Okay, ich nehme die Suppe. Dreimal bitte Zwiebeln rein. Muss man auch X drücken beim Abspielen. Okay, ja, mit Zwiebeln. Zweimal Zwiebeln sind drin. Eine Zwiebel muss noch rein, bitte. Ja, eine Zwiebel noch rein in den Topf. Ich mach sie, ist drin. Ich wasch ab. Okay, es kocht. Teller ist da. Müssen es beeilen. Alter, wir sind so krass gut. Eine Bestellung, die geht gleich flöten, dann ist der Kunde stinksauer. Bitte hier direkt auf den Teller. Los, schnell, beeil dich. Zap, bam, hab ich. Okay, alles klar, kein Problem. Weg ist es, yes. Okay, Teller zurück. Drei Zwiebeln drauf. Zwei Sekunden noch. Zeit vorbei. Das haben wir gut gemacht. Das war gut, glaube ich. Denke auch. Also war nicht schlecht, würde ich sagen. Drei Sterne. Yeah. Komm, das war echt gut. Und wir haben einen neuen Koch freigeschaltet. Auch gut. Jetzt fahren wir weiter zu 1.2. Ich will fahren. Ja, dann fahr. Darf ich auch mal fahren? Ich will fahren. Du kannst bei 1.2 fahren. Oh, jetzt habt ihr es aber. Jetzt fahren wir. Jetzt lenke ich auch. So, okay. Bestätigen. Cool. So, wir bleiben alle in den gleichen Charakteren. Wir spielen weiter. Genau, das Spiel, was ihr gerade seht, liebe Leute, heißt Overcooked. Und so viel sei gesagt, es wird immer schwieriger. Die Maps verändern sich auf unserer Reise, um das Reich der Zwiebel zu verstehen. Gibt es immer nur ein Rezept, was man kochen muss? Nee, es gibt neue. So, jetzt Tomatensuppe, alles klar. Wo sind die Tomaten? Da, dankeschön. Ich liefere die Tomaten an und schneide sie. Hacken? Und
Und dann in den Kochtopf wahrscheinlich. Ja. Genau. Komm, mehr Tomaten, Leute. Wer ist denn hier links auf der Seite noch? Wer ist das? Ich hacke. Ich wir holen. Ah, nee, soll ich auch Tomaten schleppen? Mehr Tomaten, mehr Tomaten, bitte. Das ist so einfach. Okay. Die Küche ist groß. Hier laufen auch noch Fußgänger rum. Ja, weiter. Zwiebeln muss ich jetzt auch schneiden. Spacko-Penner hier. Die blockieren. Okay, es gibt da hinten rechts gibt's so einen. Okay, Suppe ist fertig. Tomatensuppe. So. Hier sind noch Zwiebeln übrigens. Zwiebelsuppe. Nee, oh, stopp, das war falsch. Alter. Ja, nee, wegschütten, wegschütten. Ah, die ist verbrannt? Brauchen, ja, nee. Wo schütte ich die weg? Da in dieses Loch, genau. Oh, okay. Die blocken hier alles. Wo ist hier ein Loch? In den Sink? Oder was? Hier ist der Teller mit der fertigen Suppe, den müsst ihr wegnehmen, bitte. Wo muss denn bitte die Suppe? Wo packst hin? Du den denn hin? Warum ist das auf einer Kreuzung? Ja, warum ist hier eine Kreuzung? Oh nein, die Suppe brennt an! Ich weiß nicht, wo die Nein, runterholen. Oh. Und jetzt, wohin? Nochmal auf den Topf, Simon, bitte auf den Topf. Die Suppe ist noch nicht fertig. Hier auf den. Du hast doch gerade gesagt, die brennt an! Okay, alles cool. Cool. Warte. Ja, jetzt ist sie verbrannt. Feuer! Wir wollen... Feuerlöscher, wo ist der Feuerlöscher? Feuerlöscher, schnell! Komm! Ich mach das Feuer aus! Ja, lass es. Okay, nächste Suppe. Ich roch die nächste Suppe alleine, okay? Zwiebelsuppe müssen wir machen. Was? Ich muss das wegschneiden. Sucht einen raus, der die Suppe macht. Alles andere ist Käse. Ich bin der Suppenbeauftragte, okay? Okay, ich koche jetzt erstmal eine... Zwiebeln, ich brauche Zwiebeln. Ja, wohin? In den Topf? Ja, in den Topf. Okay. Geschnittene Zwiebeln in den Topf. Haben wir noch einen Teller oder haben wir nur noch eine Zwiebel? Noch eine Zwiebel brauche ich. Ja, dann geh doch mal. Wer blockt mich denn da weg? Wer ist denn das? Alles klar, Zwiebel, Teller ist da, okay. Was brauchen wir noch? Ich hab eine fertige. Einer geht auf die rechte Seite. Wer geht auf die rechte Seite? Ich hab direkt danach eine fertige Tomatensuppe. Macht bitte schnell die Zwiebelsuppe fertig. Die Zwiebelsuppe ist fertig, der Teller muss schnell raus. Ja, gut, dann nehme ich die jetzt. Okay, du. Und die sag mal, was ich schneiden soll. Teller waschen. Zwiebel, links oben siehst du es. Tomate. Ja, ich hab eine fertige Tomatensuppe in der Hand. Ja, dann brauchst du einen Teller. Kann mir niemand einen Teller? Wir haben nur einen Teller. Der ist dreckig. Wieso habt ihr denn den dreckigen Teller nicht? Das sind noch mehr dreckige Teller. Ja, dann musst du den anderen holen. Wo ist das Mäntel? Hier kommt ein Teller. Mäntel. Jawohl. Hier, da ist der Teller. Jawohl, ist drin. Die Suppe brennt an. Hol die Suppe. Weil wir keinen Suppenbeauftragten haben. Richtig, wir brauchen einen Suppenbeauftragten. Ja, und tschüss, das war's mal wieder. Macht der Simon, macht halt die Suppe. Es schmeckt hier richtig geil. Ich muss abwaschen. Was ist denn hier? Abwaschen, dann gehe ich halt abwaschen. Ich muss dann abwaschen, wie kann man das machen? Wir brauchen Zwiebeln. Wir haben viel zu viele Tomaten. Ja, wir haben viel zu viele Tomaten. Teller steht hier. Tomatenüberschuss, bitte liegen lassen und hacken, genau. Brauchen wir Zwiebeln? Nein, ist gehackt, ich mach's in die Suppe, ist drin. Mach erstmal die Zwiebel. Neuer dreckiger Teller, bitte. Erstmal die Zwiebel. Zwiebel, wer ist denn rot? Wer hat denn die Zwiebel da jetzt liegen lassen? So. Okay, ist drin. Sehr Tomatensuppe kommt. Ich bereite den Kram vor, lass ihn doch liegen. Ist doch in Ordnung. Okay, alles gut. Muss abgegeben werden. Tomatensuppe. Zwiebelsuppe ist fertig. Welche muss denn abgegeben werden? Zwiebelsuppe ist hier doch oben. Siehst du doch. Ja, brauchen wir einen Teller erst. Ja, wir brauchen einen Teller. Der muss erst abgewaschen werden. Wasch den Teller bitte ab. Okay, wir müssen das ganz klar strukturieren. Das ist eine Katastrophe. Ja! So, hier ist der Teller. Der kommt jetzt. Ja, schnell. Leg ihn ab. Ich möchte meine Idee des Tellerbeauftragten nochmal. Ich komme mit der Suppe. Na, okay. Nimm den Teller, leg ihn ab. Beide Suppen, die Tomatensuppe da auch abgeben, genau. Jetzt haben wir aber leider keinen Teller mehr offen. Ich warte auf die Teller. Die Tomatensuppe ist verbrannt. Nee, ich leg die jetzt zur Seite kurz. Okay. Die ist theoretisch fertig. Dann mache ich jetzt hier nochmal Zwiebeln rein, sehr gut. Da, ich habe einen Teller. Hier, abwaschen bitte. Top. Ich wasche ab. Wo ist der Teller? Ja, ich habe ihn da abgelegt. Okay. Ist ein neuer Teller fertig? Achso, zwei Teller, abwaschen. Ja, ich wasche ab. Hier ist der andere dreckige Teller. Ja, ich wasche ab. Tellerbeauftragte. Ja, ist gut. Aber wenn hier Zwiebeln gebraucht, was wird gebraucht? Leute, Ansage. Warte mal, hier erstmal Tomatensuppe da wegbringen bitte. Ja. Okay. Fertiger Teller lege ich hier. Fertiger Teller, genau dahin. Zwiebelsuppe kommt. Ja. Zwiebelsuppe ist da. So, jetzt müssen wir Zwiebeln. Mehr Zwiebeln. Ist vorbei. Das müssen wir nochmal machen, glaube ich. Ja, die Runde war nicht so. Ja, gucken wir, kommen weiter. Okay. Das war schlecht. Das war nicht gut koordiniert. Wir brauchen einen Küchenchef. Ja, wir brauchen ganz klare Rollen. Der Tellerverantwortliche. Wir brauchen einen Tellerverantwortlichen. Der bringt die Teller zum Kunden und er spült sie auch. Und dann holen wir einen. Ja, das geht aber nicht, wenn. Guck mal, abgeben war rechts und spülen war ganz links. Wir müssen es räumlich trennen. Einer macht auf seiner Seite alles und legt immer die Sachen ab und die anderen auf ihrer Seite. Okay, jetzt. Aber jetzt ist sie auf dem Piratenboot. Und das auf dem Piratenboot. Lass uns. Die Idee ist richtig, das auf Areal aufzuteilen. Bitte bestätigen mit A. Ja. Jedes Level wird schlimmer. Das ist jetzt 1.3. Wir sind auf dem Piratenschiff. Können wir Pause drücken, um uns ganz kurz zu beraten? Nein, können wir nicht. Schnauze. Ja. Wir müssen richtig. Ich bin auf der linken Seite. Okay, so. Ich hack Sachen. Wir schneiden, genau. Ich hack auch Sachen. Zwiebeln. Und dann tun wir die. Wir bauen Pilze. Was wollen wir denn? Weg mit den Sachen. Wegschmeißen. Wir bauen Pilze jetzt. Genau, Pilze. Nur Pilze. Ja, nur Pilze jetzt. Nur Pilze, nicht Zwiebeln. Okay. Drei Pilze. Genau. Das schwarze Loch hier ist Mülleimer. Ich packe in den linken Topf.
packe ja. ich Pilze. Okay, als nächstes okay. brauchen wir Zwiebeln. Einen Pilz noch, dann schneide Zwiebel ich schon mal Zwiebeln. Ja. Pack den dritten Pilz rein. Ja. Zack. Nein. Okay. Zack. So, ich bin. Oh, mein Gott, was? Ist das jetzt? Wir müssen unten rum, wir müssen unten rum. Das ist oh Gott, ja genial. Okay, ich bleibe auf der rechten Seite. Die Pilzsuppe brennt an, schnell! Anne, und auf dem Teller, auf dem Teller! Da, Teller, okay, ich gebe sie ab. Perfekt, klar. Nächste Suppe. Ich hab was dann müssen wir wegkippen. Suppe ist fertig. Die müssen wir wegkippen. Die ist falsch. Wir müssen ja, nur eine reine Zwiebel hin. Ins Loch, hier ins Loch. Genau. Hey, wir brauchen noch eine Zwiebel. Drei Zwiebeln. Ja, hier. Zwiebeln kommen. Hier, bitteschön. Noch eine Zwiebel? Nein, das reicht schon an Zwiebeln. Jetzt. Achso, okay. Doch. Nee, wir brauchen noch. Da unten ist so eine geschnittene Zwiebel. Die muss oben ja, rein. Ja, ich pack die rein. Ja, passt oh. schon. Oh. Ah, wo muss ich denn hin? Okay, Suppe ist fertig. Ich nehme sie einfach mal runter. Auf den Teller, auf den Teller. Okay, auf den Teller. Suppe auf den Teller und okay. dann abliefern. Warte, ich leg das hier zurück und liefer den Teller. Okay, Leute, ihr schneidet einfach Sachen. Hier, da ist ein freier Slot, nicht rumlaufen, Mäntel. Hier, was? Nein, das war nicht so clever. Ich muss doch zum Suppending. Ja, aber du kannst es doch hier abgeben, hier ist eine dann kann derjenige drüben. Die ist fertig. Ach so, fertige stimmt. Zwiebelsuppe. Hier auch ist eine fertige Zwiebelsuppe. Okay, gib mir eine rüber. Nimm den Topf mal hier bitte runter und tu den Topf mal bitte ja, auf ja, den ja, hier, da. So. Das okay. ist doch schon mal gut. So, als nächstes ja. drei geschnittene Zwiebeln. Tomaten sind es doch jetzt, oder? Tomaten, ja. Tomaten. Hast recht. Okay. Oh je. Ich kann nicht an die Tomaten ran. Ich leg die jetzt ja. hier hin, die Tomaten. Ja, nächste. Okay. Kann jemand ich hacken? Bleib rechts. Achtung, Pilze muss auch noch kommen. Ich werd getrappt hier, wenn es dem Ding nochmal hier rüber geht. Wer ist denn links? Die Pilze, die Suppe brennt an. Noch eine Tomate. Wir brauchen, das ist eh eine falsche Zur Seite stellen. Wir brauchen drei. Das zur Seite, woanders hin. Einfach woanders hin. Ich mach eine neue Tomatensuppe. Ich mach eine neue. Leute, wir hacken hier gerade Pilze. Nee. Wir haben doch eine Pilzsuppe auch. Drei Pilze auch. Einen müssen wir jetzt wegkippen. Ja, oder jetzt nur Wieso? Tomaten. Teller, lass uns einfach Teller holen. Hier ist ein Teller. Hier, Tomaten. Noch eine Tomate. Hier ist auch noch ein Teller. Wir müssen zwei Tomaten noch rein. Ja. Hier. Also eine links, eine rechts. Ja, eine mache ich noch rein. Oh. Noch eine. Mach die rein. Oh Gott. Teller? Da hier in der Mitte ist ein Teller. Was kommt als nächstes? Die ist fertig. Hier, okay. Eine ist fertig. Abgeben. Jo. Kommt danach noch ein Tomatenberg, dann liest er gerade hier fertig. Die mache ich. Ja, Teller hier rechts. Warum passiert mit der Suppe? Du musst sie rechts auf den Ofen stellen, Mann. Ach, die ist ja gar nicht auf dem Ofen. Okay. So, Pilze bitte in den linken Topf. Da sind drei fertige Pilze. Wer ist denn der Schwarze da? Der bin ich. Ja, dann ab in den Topf. Bitte Teller abgeben. Jo, mache ich. Sehr gut. So, und jetzt drei Zwiebeln. Genau, drei Pilze erstmal. Dann kommen ja, die sind schon drauf. Genau, sehr gut. Und mehr Pilze brauchen wir aber trotzdem hier. Ich werde weggeschoben. Das Schiff schiebt mich weg. Ja, schnell wieder rüber. Oh, schnell. Hey! Oh. Kein Stau hier jetzt. Pilzsuppe! Eine Pilzsuppe! Oh. Auf den Teller! Auf den Teller, lass den Teller stehen. Gut. Hier, okay. Abgeben! Nee! Ach, hier, ich die andere bin Suppe! Okay. Wohin denn abgeben? Ja, hier in der Mitte. Ich wir hätte hier jetzt einen genommen. Pilz. Einen Pilz, okay, rein, Pilz komm rein. Einen Pilz geben, ich hack ihn. Ist drin. Ich pack wieder rauf. Nee, das ist ein falsches Rezept. Kann ich die wegwerfen jetzt? Ja, hier ins Loch. Oh. Nochmal neu machen. Was brauchen wir denn? Drei Zwiebeln. Zwiebeln bitte nochmal neu. Das sind Tomaten, wir brauchen keine Tomaten. Ja, okay, Zwiebeln kommen. Mehr Zwiebeln. Tomaten. Zwiebel. Hacken. Ich hol die nächste Zwiebel. Zwiebel links. Ja, sehr gut. Ich nehme die Zwiebel. Und hier, da ist noch ein Messer. Direkt die nächste Zwiebel. Hacken. Nimmt du es? Rein. Hab ich. Und okay. Zwiebelsuppe kocht. Was kommt da? Pilze. Wir haben keinen Teller. Ich gebe euch Pilze. Ja, Teller da. Ich gebe euch Pilze. So. Oh, hier sind drei Pilze direkt. Eine die Suppe gleich abgeben. Suppe ich pack die auf den Teller. Ich gebe die ab. Hab sie. Pilze bekocht. Wir brauchen mehr Pilze. Mehr Pilze von rechts. Wer ist rechts? Hier, genau, danke schön. Teller. Noch Teller. Mehr Pilze. Teller. Da ist auch der Teller. Da steht doch einer. Moment. Oh, okay. Beinahe. Alter. Ey, was ist denn das für ein Game? Das ist ja saukrass. Was ist das für Busy ein... Busy AK Jost schreibt, so schwer kann das doch nicht sein. Ja, wenn das Schiff sich nicht bewegen würde und auf einmal alles sich mitbewegt, dann wäre es auch gar nicht so schwer. So, ich will die Katze sein. Es geht weiter. Ich darf jetzt fahren. Wer fährt da? Was ist das hier? Ich hab alle den Controller in der Hand noch. So, los, ab zu 1. Wir machen jetzt weiter. 1-4. Okay, jetzt rocken wir das so hart. Glaub ich. Das ist super. Ey, wenn man in so einen Flow kommt, ist das der Hammer. Haben wir noch nicht gehabt. Ich bezweifle, dass wir heute Abend noch einen Flow kommen. Wir schaffen das. So, bestätigen bitte. Warte, ich will die Katze sein. Da. Jetzt, du bist jetzt weiß ich nicht mehr, wer du bist. Ne? Die Katze. Ja, jetzt. Kann ich jetzt nicht merken. Scheiße. Katze. Okay, Katze, die Reihenfolge ist geil. Der Timer oben bei den Gerichten. Hamburg ist super schlimm.
Weil du hast die Buns, du hast Salat, du hast das Fleisch, was du erst braten musst. Oh Gott. Und dann die noch die Tomaten. Und dann, ne, ich krieg halt richtig Hunger. Ne? Ich hab auch richtig Hunger. So, bereit alle? Okay. Okay, ich leg erstmal Fleisch in die Mitte, sodass ihr, die rechts sind, das schnappen könnt und in die Pfannen hauen könnt. Okay, wir machen und dann legen wir die, ihr gebt das Fleisch in die Mitte. Das geht nicht. Geht nicht. Einfach direkt drauf. Ja, geht nicht. Welchen Teil vom geht nicht? Man muss die Pfanne nehmen und dann. Ja, was dann? Hä? Warte. Man kann wir müssen es erst klopfen. Wir müssen es hier unten erst klopfen, nicht Moas. Doch, Fleisch klopfen, habe ich vergessen, Entschuldigung. Oh, okay, wir klopfen. So, Fleisch ist geklopft. Nimm euer Fleisch wieder. So. Okay, ist drauf. Wie viele Burger machen wir? Wir machen Burger mit Fleisch. Leute, das ist gerade echt unkoordiniert. Ja, ich bleib nur links jetzt, okay? Ich bleib nur rechts. Ich bleib nur links und gebe euch die Zutaten. Was machen wir gleich mit den Burgern? Auf dem Teller. Aber was machen wir mit dem Brot? Ja, wir brauchen auch noch Brot. Ja, Brot ist hier auf dieser Seite. Hier, ich bringe euch einfach Brot ist hier unten. Also wir brauchen ja eh immer Fleisch. Ich werde das mal Fleisch hacken. Ich bringe euch die Patties rüber. So, zack. Und das Fleisch kommt jetzt auf den Teller? Genau. Nee, das Fleisch muss auch in die Burger, in die Buns rein. Ja, wie denn? Ja, hier, so, indem du einen Bun hinlegst, da, und die Pfanne drauf, dann muss die Pfanne wieder zurück. Ich habe jetzt hier ein Fleisch auf dem Teller. Ja, Fleisch, genau, dankeschön. So, was brauchen wir noch? Was ist denn dieses Braune? Ist es ein gebratenes Patty? Ja, genau. Und es gibt noch Bacon oder was? Achso, das brät gerade. Ich raste gar nicht, was hier was ist. So, hier, diesen Teller können wir schon abgeben. So, wir brauchen Salat noch. Da, jetzt ist ein Burger mit Salat fertig. Ist auch gut, kann ich auch wegpacken. Achtung, Fleisch ist fertig. Ich brauche einen Teller. Da Fleisch ist fertig. Ich mache schon mal Salat. Lass mich mal das Fleisch. Ich mache einfach das Fleisch. Okay. So, hier, Fleisch. Ich hack mal hier. Salat brauchen wir ja, den stelle ich euch jetzt mal hier hin. Oder noch mehr Buns. Ich brauche eine Pfanne. Und mach nochmal Salat. Ja, wie nimmt man denn die Burger von der Pfanne runter? Hier, wo müssen die Buns hin? Raus? Die Buns müssen auf den Teller. Okay. Oh je. Was kommt als nächstes? Tomate brauchen wir. Ich bin der Tellerwäscher und der Anlieferer. Mit den Pfannen muss jetzt was passieren. Ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll jetzt mit der Pfanne. Einen Bun drauflegen. Ja, ach, Pfanne drauflegen. Auf Bun. Ja, genau. Und dann die Pfanne wieder zurück auf den Herd. Okay. Die liegen auf den Teller. Ja, ganz easy. Easy. Ihr dürft die nicht auf den Teller legen. Mach mal einen Bun. Oh. Einen Bun? Okay. Gott. Auf die... Muss man einen Bun schneiden? Nein. Muss einfach nur hinlegen. So, und da ist jetzt Salat noch. Hier, guck mal, Salat. Ja. Da in den Bun auf dem Teller und dann können wir es abgeben. So, verstanden? Habt ihr es gesehen? Ich raff noch immer nichts. Also, Bun, dann Fleisch, wenn es gebraten ist. Ja, aber wie mache ich denn? Also, du legst, wo das Bun liegt, da legst du das Fleisch dann drauf, gebraten oder nicht? Gebraten. Ja, aber das liegt auf dem Teller. Das funktioniert ja nicht. Bun muss auf dem Teller liegen. Dein Fleisch war noch nicht, fertig. Dein Fleisch war nicht fertig, das war das Problem. Okay, sehr gut. Das Teller hat mir halt gefehlt. Okay. Ich bringe noch einen Salat. Ich bringe noch einen Salat, mache ich. Salat mache ich schnell. Nein, ich habe, glaube ich. Wo sind denn die Pfannen hin, ey? So, Salat da unten. Jetzt nickt jetzt überall versteckt, die Pfannen. Ich brauche Buns hier drüben, bitte. Buns. Buns, komm. Buns liegen überall hier rum. Die habe ich überall Buns verteilt. Überall Buns. Danke schön. Überall Buns. Ich mache nochmal Fleisch, weil Fleisch brauchen wir auf jeden Fall. Okay, Teller mit Buns, bitte. Ich kann abwaschen. Na gut, ich leg die Teller mal hier hin. Fleisch ist fertig. Eine Tomate brauchen wir, eine gehackte. Warte, kommt mitgemacht. Tomate ist ready. Ich leg die hier hin. So, dann, wir brauchen wahrscheinlich wieder Fleisch. So, Fleischburger, ich brauch Salat, bitte. Salat, kommt. Ja. Hack, 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 hack. Salat ist fertig. Und hier ist der Salat. Ich brauch noch einen Bun. Oh je, wir sind leider nicht gut. Der braune Brief Tomaten. Oh ne, Bun hab ich jetzt drauf gelegt. Bun kommt. Mehr Buns. Noch mehr. Ja, wir brauchen neues Fleisch, bitte. Neues Fleisch kommt. Ich hole neues Fleisch. Ja, genau, mal Doppelfleisch. Mann! Oh, Zeit. Hacken, hacken, hacken. Mann! Hacken. Fleisch ist ready. Ich leg's drauf, ist drin. Gott. Ja, das Problem ist, dass wir nicht wussten, wie man Burger macht. Ja, ich habe das jetzt ganz am Ende erst gecheckt. Echt? Ja. Man müsste im Prinzip vorher ganz kurz vom Spiel erklärt bekommen, wie ein Burger funktioniert, also wie man das macht. Oder muss ich so Trial and Error mäßig. Wir haben trotzdem 2 Sterne bekommen. Ja, weil wir halt super gut sind. Der Chat sagt, wir müssen darauf achten, dass wir auch dashen können. Also wir können auch schnell uns bewegen. B gedrückt halt, rechten Knopf, ja. Und wir sollten uns vielleicht die einzelnen Aufgaben verteilen, so wie in der Küche auch. Okay, ich sag's nur, halte ich für eine sinnvolle Idee. Ich werde ab sofort abwaschen. Stopp. Was?
In der nächsten Map, die wir spielen, gibt es nur einen Gang. Das heißt, wir müssen die Aufgaben eh verteilen, je nachdem, wo wir spawnen. Bitte lasst uns in die Map gehen und dann innerhalb der ersten Sekunden schreien, was wir tun. A drücken. Ja. A drücken. Das heißt, es gibt nur einen schmalen Gang. Also es wird halt einfach immer ekliger. Seht ihr? Oh, also ich bin links, das heißt, ich liefere einfach die Sachen an. Einer geht, nee, ich bin unten am Schneidebrett. Wer ist, Niklas? Wie wär's, wenn wir immer links rumlaufen? Ich bin grün. So, genau. Wer läuft denn da rechts rum direkt, Buddy? Ja. Wie? Immer gegen den Uhrzeigersinn. Immer gegen den Uhrzeigersinn. Ja, siehst du? Also bist du direkt rechts rumgelaufen. Liefer du doch bitte das Gemüse an. Lass uns alle einmal eine... Ich hab so den perfekten Plan. Gut, dann äußere ihn. Ja, sag ich doch gerade, alle immer nur in eine Richtung laufen, Buddy. Willst du immer im Kreis laufen? Ja, ja. Willst du dich? Das ist eine gute Strategie. Eine Alternative. Das ist gut. Ja, nimm eine Ecke. Wo kommt, was müssen wir noch? Es gibt hier keine Ecken. Wir brauchen mehr geschnittene Pilze. Geben wir Pilze? Ja, die Suppe brennt an. Alle einmal Pilze holen. Wer ist unten? Der muss die Suppe retten. Es brennt, es brennt. Feuerlöscher. Ich hole den Feuerlöscher. Okay, also erstmal Pilze. Das bringt übrigens nicht immer weiter zu laufen. Wir müssen in unserer Ecke bleiben. Ja, aber... Dann müsste aber jeder wissen, was er macht. Ja, Zwiebel. Ja, jetzt stehe ich hier rum und kann nichts machen. Lass mich durch, ich habe eine Bestellung. Ja, dann laufe ich mit dem Top halt komplett einmal rum. Okay, ich mache jetzt die Zwiebelsuppe hier. Bring mir einfach eine Zwiebel. Okay, ich bringe Zwiebel. Okay. Ich bringe eine Zwiebel und drehe wieder um. Ich kann, sehr gut. Ich schneide die Zwiebel und gebe dir die Zwiebel. Hier, Mäntel, hier ist die Zwiebel. So, ich schneide jetzt Sachen. Ja, ich koche die Zwiebelsuppe, die ist gleich fertig. Ich bringe einfach nur Sachen. Ich bringe die ganze Zeit Sachen. Ich sehe die Zeit von der Zwiebelsuppe nicht. Okay, ich. Ach so, weil das auch kein Topf ist. Ja, lol. Hier, kriegst mehr Sachen. Top, danke schön. Zwiebeln. Wer blockt da? Ja, ich will vielleicht auch mal eine Sekunde lang was machen. Ja, du stehst hier du Spacko! Ich hab gewaschen den Teller und blockst mich. Absolut. Wann ist denn die Suppe fertig jetzt? Wasch den Teller ab. Na gut. So, Suppe ist fertig. Ja, hier, Mäntel, hier sind drei geschnittene Zwiebeln. Du kannst sie alle in den Top tun. Wo gebe ich die ab? Wo gebe ich die ab? Simon, hier kannst du das Essen abgeben? Genau. Da oben. Okay, eine Suppe ist fertig. Als nächstes kommen drei Tomaten. Die ich hasse euch. Drei Tomaten. Ihr seid derart inkompetent. Drei Tomaten. Stimmt doch gar nicht. Mäntel, wieso gehst du denn? Guck dir das doch mal an! Mäntel, wieso gehst du denn von den Töpfen weg? Mann! Was? Hier ist eine fertige Suppe. Sorry. Einer muss an den Töpfen bleiben. Ja, sag ich ja. Mäntel sollte doch da bleiben. Hier ist eine fertige Suppe. Ja, Mäntel, jetzt. Du Simon! Da ist noch eine geschnittene Zwiebel. Ihr habt sie reingelegt. Tomatensuppe bitte jetzt. Tomatensuppe. Ja, ich bring schon. Tomate ist schon eine drin. Keine neuen Tomaten. Ey, mir wird wirklich physisch schlecht. Weil ich es nicht schaffe, einen Gang entlang zu laufen. Suppe brennt an! Neue Tomaten. Suppe brennt an! Geht's weg da! Warum nicht? Geht's alle weg! Du hast einen Traum. Wir brauchen die doch gar nicht, diese Suppe. Warum? Ich brauche jetzt eine Tomatensuppe. Meine Tomatensuppe brennt an! Lass mich doch mal jetzt runtergehen! Ohne Scheiß jetzt! Jetzt leg den Teller hin! Den Teller! Simon hat alle weggeblockt. Ich mach gar nichts mehr! Ich mach eine Tomatensuppe und die brennt die wieder. Lass mich doch ganz kurz! Lass mich doch einmal durch! Lass doch unten! Wir brauchen eine Pilzsuppe! Wir brauchen Pilze! So, lass mich mal. Okay, dann mach ich halt den Teller. Einen Teller bitte. Ach, bitte warte noch eine Sekunde! Ich wasch einfach ab. Sie ist doch gleich fertig! Nächster Pilz kommt. So, die Suppe ist fertig. So, drei Pilze sind da. Ja, dann lass mich die abliefern. Wieso lieferst du denn jetzt ab? Das hat sich alles rotiert. Das macht doch keinen Sinn. Ja, ich weiß auch nicht. Lass mich doch abliefern. Pilze, mehr Pilze. Alter, Simon! Ja, wir müssen nur mal zu zweit an den Dingern. Ich kann's doch nicht ändern. Suppe ist da! Wer ist grün? Ja. Sauber! Könnt ihr den Pilz hier weg? Ist der fertig? Hier sind gehackte Pilze. Könnt ihr die benutzen? Ja, benutzen wir. Okay, mehr gehackte Pilze. Ich hole eine Zwiebel. Nein, das ist eine Tomate. Entschuldigung. Moment, jetzt. Genau. Ich gebe wir brauchen trotzdem mehr. Wir machen es so. Wenn ich es gehackt habe, guck mal, einer läuft einfach oben runter, holt die Zutaten, hackt die und läuft dann wieder hoch. Die Suppe brennt an! Die Suppe brennt doch an, Leute! Feuer! Fassbare Inkompetenz. Es brennt! Ey, ja, kommt doch von beiden Seiten! So. Die andere Suppe brennt jetzt auch, oder was? So, da ist die Suppe. Oh, die Suppe ist wo weg. Wo bin ich denn jetzt hier unten? Ich hab sie abgeliefert, die war dran. Okay, was kommt das nächste? Zwiebel. Ich hol Zwiebeln, ich hacke sie. Kommt dir nicht in die Ich hol die Zwiebeln von dir ab. Du holst immer neue Zwiebeln. Ich mach nächste Zwiebel die Zwiebeln in den Topf. Kommt in den ich nehme außerdem eine Tomaten. Okay, reicht. Nimm doch. Alter. Kann mal einer, der unten links ist, rechts neben euch steht ein freies Schneidebrett. Ich komme nun mal nicht vorbei. Simon. Wir hätten das vollkommen. Es lief super. Und dann hast du aus irgendeinem Grund alle dreimal im Kreis rumgeschoben. Und das alles kaputt gemacht. Ich so fertig. Ja, weil ich die ganze. Hast du gesehen, wo ich langgelaufen bin? Hoch unten. Ständig kam einer. Du hättest die Teller machen können. Rechts oben. Hab ich die Teller gemacht. Und dann war aber. Es war einfach. Mein Gott, ich hasse alles. Hier, ich zitiere Riebel aus dem Chat. Niklas hat es als einziger gerafft.
Er hat nur abgewaschen und ausgeliefert. Ja. Okay. Wir müssen wir vorher besprochen haben. Ja. Aber die Map hat es nicht ermöglicht. So, ich sag doch einmal alle im Kreis, es hätte funktioniert. Es wäre eine Katastrophe gewesen. Ja, jeder nur in der Ecke gewesen. Einer musste halt die ganze Zeit die Zutaten einfach im Kopf behalten. Oh, nur Mann, Zutaten. Ey. Und einer musste nur schneiden und die Sachen in den Topf tun. Ja, ja, aber einer musste nur die Sachen in den Topf. Ich bin ja dafür, aber da beißt man sich nun mal. Es war doch kein Platz. Okay, Leute, ich möchte jetzt gerne noch erwähnen, dass es immer schlimmer wird. Eins schaffen wir locker noch. Komm, eine spielen wir noch. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das zügig aushalte. Das ist viel schlimmer als Mario Kart. Ich möchte alle totschlagen. Ja, aber wir müssen zusammen agieren. Wer von uns hat schon mal am Fließband gearbeitet? Im Diner habe ich gearbeitet. Definiere Fließband. Also. An einem Fließband, so wie da eben. Aber bist drück du im Kreis drück gelaufen? Drück ihn jetzt, Klausel. Komm, können wir uns auf eine Regel einigen? Nicht mehr komplett im Kreis, sondern nur noch kurze Die Map ist anders. Warte, ich bin wieder komplett anders. Ich bin bei den Zusagen. Ich tue sie hier unten hin. Bam. Wer schneidet? Wir können Burger. Okay, Simon schneidet. Burger können wir. Ich gebe euch die Zutaten. Okay, ja, dann ich gebe euch die Zutaten. Weniger reden, mehr geben. Mach. Wer ist denn da noch bei den Zutaten? So, Burger, Fleisch, Erdbeben. Erdbeben, oh nein. Oh Gott, wir haben ein Erdbeben. Kann ich springen? Können wir das runtergeben? Kann ich das hochwerfen? Ja, nee, kannst du nicht. Können wir den Teller runtergeben? Ich kann euch den Feuerlöscher runterwerfen. Okay, wir können runterwerfen. Mir ist das Fleisch auf den Boden gefallen. Ist das ein Problem? Nein. Okay. Das kann er gesehen. Das hat keiner gesehen. Dieses Fleisch muss noch gehackt werden. Okay, können wir das... Ich habe dieses Fleisch. Ich brauche einen Bun. Hacke. Wo sind denn die Buns sind rechts oben in der Ecke. Die sind links. Buns und Teller. Teller und Buns. Buns kommt nach oben. Okay, Buns nach oben. Was kommt als nächstes? Wir brauchen Salat. Ein Salat muss gehackt werden. Mach mal die Schneidebretter frei, bitte. Sehr gut. Hier ist ein Teller. Da liegt doch gehackter Salat direkt daneben. Ja, das sehe ich jetzt erst. Da ist ein Teller. So, ich gebe das Fleisch in die Burger. Wir brauchen wieder Fleisch. Teller. Muss ich ja erstmal hacken, ne? Okay, Fleisch, eins ist schon da. Ja, ich hacke noch eins. Ich hacke eins ist gehackt. Der Burger kann nicht ausgeliefert werden. Wer ist grün? Niklas, genau. Sehr gut. Wir sind absolut gut. Wir brauchen Teller für die Buns. Ja, ich würde super gerne euch und was links geben, ist noch ein aber Teller. Das Erdbeben ist gerade im Weg. Guck mal, links oben. Ganz links oben. Ah, okay, super gut. Okay, ich habe hier gehacktes Fleisch. Kann ich das irgendwie nach oben bringen? Das Fleisch oben, hier bei, wo ich bei Rot bin. Genau. Ich komm. Warum geht das nicht? Geht das so? Ja. Wir fehlt eine Pfanne. Wir brauchen eine Pfanne. Aber da muss doch noch Salat hin. Da liegt eine Pfanne nebendran. Genau. Ja. Und Fleisch kommt drauf, Sekunde. Oh, ich habe einen super Burger. Das ist drauf. Der Burger kommt. Ist es Fleisch gleich fertig? Wieso lieferst du den jetzt aus? Ich hatte ihn in der Hand. Wo ist ein Bun? Wir brauchen mehr Teller. Ich muss das Fleisch aufs Bun legen, bitte. Ist das ein Bun? Wir haben gerade nur diesen einen Tomate Teller. Tomate brauche ich noch und neues Fleisch. Erdbeben! Und das Fleisch ist gerade fertig. Ich habe mein Fleisch verloren. Das Erdbeben hat gerade mein Fleisch weggetan, meine Pfanne. Beides Fleisch ist fertig. Ist der Burger fertig da? Ja. Oh, komm, ey, das kann ich nicht. Da fehlt noch eine Tomate. Okay, ich hack noch Fleisch. Der ist fertig. Ich liefere den gleich aus. Okay. Der eine Burger brennt was an. Und keiner ist auf der Seite. Ja, wir können nichts machen. Der ist halt tot, der Burger. Okay, komm schon. Neuer Burger. Das kriegen wir noch, oder? Nein, das kriegen wir nicht mehr. Nein, der ist tot. Vergiss es. Direkt neues Fleisch. Direkt weg. Ich hab's. Echt? Oh, okay, Gott. Nice. Wo ist die nächste Pfanne? Mehr Buns. Okay. Wo sind denn die Buns? Niklas macht überhaupt nichts mehr. Nein, ich mache halt meine Aufgabe. Ist doch okay, ist doch gut. Ich warte auf Teller und wasch die ab. Moment, bitte drauf. Sehr gut. Und dann liefere ich aus, Das ist cool. Wir brauchen jetzt nochmal einen Salat, den hole ich. Den hacke ich jetzt auch schnell. Wo sind die anderen Teller? Okay, die sind gerade alle in Benutzung. Salat ist fertig. Ich lege den jetzt hier ab, den fertigen Salat. Okay, was? Oben sind zwei Buns übrig. Ich schmeiß euch Buns einfach warm und runter. Bitte auf den Arsch. Ah nein, ich bin das Fleisch. Das Fleisch ist fertig. Wer ist runtersprungen? Nicht runterspringen. Ich bin das aus Versehen. Moment, fehlt noch was bei dem Burger. Tomaten. Wir sind alle unten gefangen. Einer muss immer oben bleiben. Egal, was noch rein. Ja, okay, jetzt. Ah, jetzt. Okay, bitte zum. Ja, jawohl. Oh, hol die. Das wird wahnsinnig. Okay. Holt es. Leute, ich hab's runter. Fleisch unten. Sehr gut. Wo ist das Bun? Oh, bitte hinlegen das Bun. Wir brauchen einen Teller dafür, oder? Okay, wir brauchen hier eigentlich nur noch jetzt. Können wir einen fertigen Burger abgeben? Wir haben keinen Teller, oder? Ja, hier kommt noch ein Teller. Okay, ich hab hier ein fertiges Fleisch. Hier ist ein Teller ganz links. Okay, ich hab hier. Und hier fehlt noch ein Fleisch oder was Scheiße, fehlt Scheiße, ja. Steht schon wieder ist einer oben nicht. Guck mal, hier ist ein Teller. Und da fehlt noch ein Fleisch. Ich muss ein Fleisch, einmal Salat, einmal. Okay, einer muss oben bleiben, Leute. Das geht sonst einfach nicht. Einer muss oben. Ein Teller ist, ja, ich bleib oben. Gleich. Okay, ich hab ein fertiges Fleisch hier in der Pfanne. Ja, ein Fleisch hier rechts in den Burger, da fehlt das Fleisch noch. Bei mir. Hier? Da, nein, hier oben. Bei dem blauen. Okay, Teller oben links ist fertig. Tut mir leid. Ich mach ein neues Fleisch. Den noch nicht abgegeben. Warum? Wer hat den abgegeben? Ich, aus Versehen. Okay, Leute, es sind zwei Burger fertig. Hier, Achtung. Da hat uns ein Minus gebracht. Super, sehr gut. Minus gibt's auch. Okay, ja. Nächstes Fleisch. Da oben fehlt noch Salat. Ich mach nochmal ein Fleisch. Nochmal ein Fleisch. Okay. Das ist vorbei. Okay, hacken. Teller?
Teller? Vorbei. Braucht Teller? Okay. Oh! Okay. Aber okay, das war nicht schlecht. Okay. Das war doch gar nicht schlecht. Ja, es war zwei Sterne. Zwei Sterne ist okay. Also, Napo Il schreibt, es ist eigentlich super einfach. Jeder hat zwei Jobs und nur einer sagt an, was läuft. Korrekt. Und wir richtig in Küche. Aber er hat gar keine Tomaten mit EEUFT geschrieben, deswegen glaube ich ihm gar nichts. Ey, es ist nicht so einfach, man muss ja erstmal reinkommen. Aber ich fand, es war schon besser. Ich fand es ein sehr lustiges Spiel und ich glaube, an diesem Spiel können auf jeden Fall auch Freundschaften kaputt gehen. Ja. Aber ich habe jetzt Hunger. Ich habe wirklich jetzt Hunger. Ich habe wirklich auch Hunger. Nur das Döner. Ja, das Döner. Ey, wir sind am Ende. Unscheiß, es war der schönste Abend, den ich seit langem hier hatte. Sehr und gut. Es war seit wesentlich ruhiger als Nils und Ede. Insofern, Daumen hoch, ne? Ja. Ey, aber gut. Ach, und wenn man sich jetzt vorstellt, was da noch alles kommen mag. Der Niklas ist richtig sauer, merkst du, der schwelt es im Innern. Ich bin ausgeglichen. Versuche nicht jetzt wieder was in mich reinzunehmen, was ich da habe. Okay, dann du dummes Schwein! Ich bin total ausgeglichen! Ey, ihr guten Leute, ihr fordert in Zugabe. War ein gutes Spiel. Hast du gut ausgesucht. Dankeschön, danke schön. Gut programmiert. Overcooked, danke, kein Problem. Team 17, mein Name. Wir werden das wiederholen. Eines Tages. Jetzt ist aber erstmal Schluss angesagt. Alle sind müde, alle müssen puffen. Ganz viele Herzen flattern auf euch beide ein, Jungs. Bonjour. Wie immer, bonjour.de mitverfolgen. Auf der Gamescom, auf Fett am Start. Ja, wir haben alle wieder direkt neben euch übrigens. Ja. Das ist geil. Das wird schön. Ey, da spielen wir nochmal Overcooked. Ich wollte gerade sagen, mal egal, was da alles, was die anderen Leute da planen, was ihr da geplant habt, was wir da geplant haben, lass uns einfach nonstop Overcooked spielen. Ja. Aber mit echten Gerichten. Und das würden alle gucken. Und echten Fett. Das würden wahrscheinlich mehr gucken als den Rest. Alter, ich glaube halt auch. Und dazwischen Worms zum Runterkommen. Ja. Deal. Kleiner Tipp, bevor wir abmoderieren, am Freitag bist du ja nochmal dabei. Wir haben nämlich schon, wie heißt die Sendung? Wir haben uns Gold Rush haben wir sie Gold genannt. Gold Rush. Genau. Wie ja, nennen wir denn unsere Sendung? Wir spielen hier gerade Halo und brauchen einen Namen. Straight to Gold. So läuft das hier. Gold Rush, unser Ziel war ja, dass wir in die Goldliga kommen. Ob wir das geschafft haben, seht an einem Tag. Wo du für ein halbes Jahr für brauchst, schaffen wir vielleicht. Warum brauche ich da ein halbes Jahr für? Weil du weniger streiten, ein halbes Jahr. Ja, ich habe ja nicht gespielt. Genau. Ich hab das in einem also am Freitag. Am Freitag um 18 Uhr wird es eine Sonderausgabe geben von Gold Rush. Wird die einzige Ausgabe bleiben wahrscheinlich. Aber da werden Simon, Budi und ich Halo spielen gemeinsam. Und ich kann euch so viel sagen, ein Monitor ist kaputt gegangen. Und zwar nicht von alleine. Der Mann versteht, wie man teasert. Richtig. Der versteht es. Bam, bam. Wir sagen gute Nacht, liebe Leute. Bleibt uns treu. Bleibt Bonjour treu. Bleibt uns allen so. Das war's. Aber guck. Tschüss.